Willkommen zurück zu Mafia 3. Heute geht es zum Retrousse Yacht Club. Wir schauen mal kurz der Fahrmodus. Für ein realistischeres Fahrerlebnis können erfahrene Spieler die simulierte Fahrt wählen. Schalte den Fahrmodus im Spiel Optionsmenü und im Optionsmenü unter Spiel um. So, falscher Versprecher. Oh, und ich fahre direkt falsch. Ich finde übrigens die Anzeigen an jeder Kreuzung ziemlich, ziemlich cool. Hier wird uns angezeigt, okay, links abbiegen zum Beispiel. Wow, da ist es plötzlich dunkler geworden und wieder heller. Ansonsten ist die Kiste, die wir hier fahren, schon ziemlich, ziemlich cool. Der Weg zum Zielpunkt ist recht lange. Autsch. Und der erste Crash, den ich hier hatte im Spiel. Dammit. So, ganz kurz. Hier gibt es ein Medikit. Das möchte ich gerade mal mitnehmen. Und vielleicht können wir uns mal hier so ein bisschen umschauen. Nur für Angestellte. So, Kunden nicht erwünscht. Ach so, aber beim Hintereingang nur. Hier können wir trotzdem rein. Was haben wir hier? Oh, ich könnte natürlich hier... Ich könnte hier natürlich versuchen, ein bisschen Kohle mitgehen zu lassen. Aber ich möchte eigentlich nur hier zum Erste-Hilfe-Kasten. Oh, und da ist auf jeden Fall ein Playboy-Heft irgendwo. Haha. Zutritt nur für Angestellte. So, sorry Leute, aber ich möchte hier ganz, ganz kurz nur mal ein Heft. Ich habe hier ein Heft vergessen. Ich möchte das gerade mal mitnehmen. So, vielen, vielen Dank. Bin auch schon wieder weg. So, sind gar nicht so ein böser Mafiosi. Also, wir haben hier einfach nur... ganz, ganz kurz uns so ein Magazin geschnappt und sind wieder weg. Wieder zurück zu New Bordeaux. Ja, und ich finde die Tageszeitenwechsel ein bisschen komisch. Sind das hier die Wolken, die simuliert werden? Ist aber ein bisschen komisch, wie schnell die Sonne weg ist und wieder rauskommt. Ja, ansonsten achtet mal bei jeder Kreuzung auf die Wegesschilder. Das zeigt uns quasi an, wo es weitergeht. Zum Beispiel hier links abbiegen. Oh, hier geht's auf den Highway. Ansonsten hat Mafia 3 so ein paar Parallelen schon jetzt zu Mafia 2. Da gab es nämlich auch verhältnismäßig längere Fahrten. Ansonsten ist es hier gerade ziemlich, ziemlich nebelig. Ja, aber mit dem Teil ist die Fahrt gar nicht mal so extrem lang. Uiuiui. Jawohl, das sah ja mal geil aus. Schön um die Kurve gedriftet. So viele Polizisten gibt es gar nicht hier in der Stadt. Fällt mir gerade auf. Uiu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 i, nein! Nicht dein Ernst! Aussteigen! Oh Gott, die Karre geschrottet. Nein! Nicht dein Ernst! Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Sag mal, was ist denn hier los? Warum komme ich hier nicht mehr hoch? Ich kann Dreieck drücken, wie ich will. Ich drücke gerade alle erdenklichen Tasten. Ich komme hier nicht mehr raus aus dem Wasser. Gut, dann müssen wir kurz schwimmen. Okay, irgendwas muss hier gerade so ein bisschen verbuggt sein wegen der Tageszeit. Egal, ignorieren wir es. Weiter geht's. So, die letzten Meter laufen wir einfach. Ne, wir holen uns gleich noch einen fahrbaren Untersatz. Wobei, so weit ist es ja natürlich echt nicht mehr entfernt. Wir könnten hier halt wirklich durchsprinten.
Na, aber nicht durch das Gestrüpp hier. Dann holen wir uns einfach hier ein Auto. Warum denn nicht? Oh ja. Das wäre ein geiles Teil gewesen. Ja, so eine Familienkutsche möchte ich natürlich nicht. Ey. Oh, den holen wir uns. Komm. Jetzt machen wir halblang. Ich brauch mal kurz dein Auto, Sugar. Einem alten Mann sein Auto klauen? Ja, es tut mir natürlich sehr leid. Alter Schwede, das Teil ist ja sehr schnell. Rede mit der Wache. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Park da drüben an der Seite. Triff dich mit Giorgi. Ah, okay, gut. Den kennen wir ja schon von der Intro-Mission. Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch zwei Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. Zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und Sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen. Sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das. Das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist raus und hast es gelöst.
Und sowas ist mir verdammt nochmal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer, keine Frage. Also, das weiß ich. Ich hab nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sam ist ein Spitzenmann. Aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist. Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ha, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt. Alter Schwede, das große Wiedersehen mit Vito Scaletta. Er ist so ein bisschen gealtert. Und es geht hier weiter. Ich kann nichts sehen. Wir geben jetzt nicht auf. Die aber auch nicht. Bleib ruhig. Wir schaffen das. Motherfucker. Informationsansicht. Wir müssen einfach nur das Touchpad reindrücken. Oh, ja, cool. Ja, solche Ansichten finde ich aber eigentlich nicht so geil. Ja, mal aus der Deckung feuern. Geht nicht. Zumindest nicht mit der Waffe. Mal gucken, ob es mit der Pistole eventuell... Ja, okay, mit der Pistole ist es auch wahrscheinlicher, dass man hier trifft. So, mach's gut, mein Lieber. Danny und Alice sind gerade mit dem Bohrer durchgekommen. Ah, hier ist nochmal ein Medikit. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fangen. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell! Die haben das Licht ausgemacht. Oh-oh. Kümmert ihr euch um die Kohle, ich mach das hier klar. Er muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Ja, sucht einfach. Vielleicht beim Geldtresor. Suche Deckung! Umzingelt dieses Abwehr! Hier bin ich, Arschloch! Ich muss mal Hilfe brauchen! Oh, die Waffen verzieht aber auch ordentlich. Aber man kann auch super mit der treffen. Wir werden reich sein, Lincoln. Stinkreich!
Die versuchen uns rauszutreiben. Konzentrier dich drauf, was du tust. Okay, Deckung wechseln mit X einfach. Moment, an der Kante sollen wir dann einfach X gedrückt halten, damit wir an eine andere Kante gehen. Okay. Sind das nicht die Wachleute, die angeblich aus Baton Rouge kommen? So, erstmal der Dude mit der Schrotflinte. Oh mein Gott, hier sind zwei, die uns flankiert haben. Boah, dammit, Alter. Was für ein harter Treffer. Gerade nach! Bin in Position und. Ich habe Sicht. Okay, ich glaube, wir haben eine etwas bessere Ausbildung als die. Ab in den Tresorraum. Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bringe es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Das ist Dynamit. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt! Weg von dem Loch! Niemand weiß genau, warum Selma Kano es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte bei einem Erfolg der Aktion. Würde Sal ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Hey, angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's Nikki? Die wollte auch kommen, aber naja, du kennst mich. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt nicht das los, Auto gefickt. Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter. Nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel. Ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad. Alles klar. Danny, alles, ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht. Also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alter hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei, paar Sachen vorbereiten.
Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich putz den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Ja, ich weiß schon, warum mein ich das... Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn da raus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Ja, ich weiß schon, warum ich das Auto im Wasser versenkt habe. Ich hab's schon ein bisschen geahnt. Nee, natürlich nicht, aber das ist jetzt eine gute Ausrede, eine passende. Ansonsten, yo, das Storytelling finde ich ziemlich geil, dass es nicht komplett chronologisch erzählt wird. Das erinnert so ein bisschen erzählerisch an Pulp Fiction oder Reservoir Dogs. Ziemlich, ziemlich coole Sache. Zwei sehr geile Filme von Tarantino. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ansonsten bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Alle da, hau rein! Die Wachen kommen durch das Loch! Okay, weiter Scheiße, geht's. Noch mehr Wachen, los, weg! Mit einem Boot? Diese Schweine, die Kopf schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss hier irgendwo hinführen. Ja, es gab hier einen kurzen Schnitt, denn gerade eben wurde die Cutscene, die wir gerade eben hatten, nochmal geladen. Warum auch immer. Auf jeden Fall geht's jetzt hier weiter in den Kanälen von New Bordeaux. Die Scheißbullen! Sie oh Mann. Das Feuer. Ich schick dich dahin, wo du hergekommen bist. Aus dem Arsch noch, deiner Mutter. Die sind auch alle auf Konfrontationskurs hier. Da kommen sie! Wow, immer wieder Ruhe. Was ist denn mit denen los? Was ist denn mit denen los? Ey Leute, beruhigt euch mal. Was ist denn hier passiert jetzt? Was ist denn hier passiert? Okay, gut. Das ergibt keinen Sinn. So kann es nicht gewesen sein. Ja, das glaube ich aber auch. Was zur Hölle war da denn los? Achso, okay, gut. Checkpoint laden. Ja, machen wir mal. Ja, gut. Das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen, dass wir da plötzlich irgendwie von drei Booten in die Ecke gedrängt werden und nicht weiterfahren können. Also ein bisschen blöd gelaufen an der Stelle. Aber ist auch eine extrem lustige Szene. Alle drin, wir müssen los. Okay, los geht's. Alle da, hau rein! Die Wachen kommen durch das Loch! Scheiße, noch mehr Wachen, los, weg! Okay, jetzt aufpassen. Ich darf mich nicht in die Ecke drängen lassen. Diese Schweine, die kommen, schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss hier irgendwo hinführen. So, wenn die auf Konfrontationskurs aus sind, dann kollidieren wir halt mit denen gewollt. So, wann kommt der auf unsere Linie? Oder ich bremse halt ab, ne? Die Scheißbullen! Sie eröffnen das Feuer! Cops, Cops! Ja, also ich bin gerade so schnell. Ich könnte natürlich den einen Typen... Knie, ihr verdammten schwanzlutschenden Rattenfänger! Pass auf, oh. Was du tust! Okay, das war crazy. Wo hast du denn Bootfahren gelernt? Ah. Ich bitte dich, wir haben gerade die Typen mitten in die Säule geschossen. Scheiße, ihr Wichser! Oh oh, das Ding Alter, raucht. Nicht langsamer werden! Ich schick dich dahin, wo du hergekommen bist! Aus dem Arsch deiner Mutter! Okay, wo geht's hier weiter? Scheiße, Mann! Scheiße! Hey, die sind schon lästig. Pass doch auf! Los, kommt her, ihr Wichser! Die Rampe, Vollgas lenken! Bist du wahnsinnig geworden? Scheiße, scheiße, scheiße! Alter, was ist denn mit dem Kerl los? Okay, geil, die Cutscene rettet uns. Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg, darauf. Willst du mich verarschen? Da wird's vom Bullen nur so wimmeln.
Mal sehen. Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen. Gehen wir. Verdammt, war das ein Spaß. Sag mal, musst du mir unbedingt so an den Arsch fassen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann. Autsch. Das Bein sieht übel aus. Okay, keine Polizei bis jetzt. Gib mir die Hand, komm schon. Hier, komm her, hab dich. Hab dich. Gut. Okay, wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und rufe uns einen Wagen. Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Verdammte Scheiße! Mit dem Bein besoffen, ja, natürlich. Okay, ist ja gerade so nochmal gut gegangen. Da hat uns die Cutscene den Pommes gerettet. Und wir sind gerade so noch über die Rampe gesprungen. Aber die Polizei, die war auch mega aggressiv gerade drauf. Egal, jetzt sind die nicht mehr da. Und wir haben es geschafft. Jesus ist unser Begleiter. Das ist die nächste Story-Mission. Und wir sollen ein Telefon finden. Also Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Sonst kriegen uns die Bullen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja gut, dann pausiere ich halt, damit uns die Bullen nicht kriegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Und ja, dann schauen wir mal, was mit unserem guten Mechanikerkumpel passiert. Und ob wir sein Bein noch retten können, wenn er in Anführungszeichen besoffen ist. Haut rein!